Vorhang auf für Axel Betz. Er hat eine kleine Villa mit Garten schön am See. Frau, zwei Kinder, Carport, Hund und 6er BMW. Er ist in diesem Örtchen ein angesehener Mann, von dem hier niemand irgendetwas Schlechtes sagen kann. Er ist im Kirchenvorstand und im Gemeinderat. Mit dem Richter spielt er Golf, mit dem Pastor spielt er Skat. Doch am allerliebsten spielt er, was keiner wissen darf, mit etwas, das macht Typen so wie ihn erst richtig scharf. Wenn der Ort zur Ruhe kommt und der Tag zur Neige geht, zeigt sich seine wahre Identität. Er steigt in schwarze Stiefel, drückt sich um die Ecke, schleicht sich hinterm Haus um die Rosenhecke. Hin und wieder schaut er sich nochmal verstohlen um, dreht leise den Schlüssel im Schloss vom Gartenhäuschen um, und er schlüpft in die Hütte und öffnet das Tor, und sein wahres Wesen bricht aus ihm hervor. Aus Dr. Jekyll wird Mr. Hyde. Die Maske fällt, er macht die Beine breit, spürt seine Lenden und krallt sich fest an dem Ding, das ihn ein ganzer Mann sein lässt. Auf dem Aufsitzrasenmäher fährt er immer hin und her, immer kreuz und quer, auf dem Aufsitzrasenmäher, als ob das gar nichts wär. Was will man mehr als Verkehr mit einem Aufsitzrasenmäher? Immer schon gehörte seine ganze Liebe dem soliden Fünfgang stufenlos Getriebe, was die Leidenschaft noch gesteigert hat, das Doppelschneidewerk mit Seitenauswurf Grasfangsack. Immer souverän oben auf zu sitzen, statt wie andere beim Mähen wie die Sau zu schwitzen. Unter dem Gesäß nur die sanfte Vibration von Frontmähwerk mit Mulchfunktion. Es gibt auf der Welt keinen größeren Lustfaktor als einen Ritt auf dem Rasentraktor. Das ist, was Männer pervertikuliert, wenn man Rüde den räudigen Rasen rasiert. Aufsitzrasen, ja. Was will man mehr als Verkehr mit einem Aufsitzrasenmäher? Die Welt ist voll mit Sauereien, überall nur Sex and Crime. Doch wissen Sie, was absolut pervers ist? Wenn man im Winter wochenlang im Garten nichts beschicken kann und warten muss, bis endlich wieder März ist. Aufsitzrasenmäher, hin und her, kreuz und quer. Aufsitzrasenmäher, Rasen ist da längst nicht mehr, nur noch er und der Aufsitzrasenmäher.